Bahnsteigkante. Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Dennis spielt das. Wir befinden uns hier mit unserer RB81 auf dem Weg nach Hamburg. Und ihr seht, es ist der heilige Abend, 24. Dezember 2023. Es schneit leicht, es ist früh am Morgen und ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir hier die Türen öffnen und unseren Zug aufrüsten. Dazu müssen wir natürlich als allererstes mal den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Dann können wir die Türen öffnen, können die Zuglichter einstellen. Das brauchen wir nicht. Spitzensignale einstellen. Rückleuchten. Ja, machen wir erstmal fürs Aufrüsten. Dann Bremse aufsperren. Wir müssen Sicherungssysteme einstellen und dann sind wir abfahrbereit, würde ich sagen. Das kann man wieder ausmachen, das nervt irgendwie. So. Sollen noch bis 6 zu 10 warten, das tun wir. So. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt. Wenn ihr hier mal kurz auf die Anzeigetafel schauen. Automatisch. Hamburg-Rahlstedt, Hamburg-Tondorf und Hamburg-Hauptbahnhof. Zug fährt ein. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteigrand. So, Jan. Ausfahrt schieben wird uns die BR. Ihr erkennt es wahrscheinlich schon. 112. Und wir haben Ausfahrt. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Erste Station, Hamburg-Rahlstedt. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Die Türen schließen automatisch. Uns befreien. Bitte achten Sie darauf, und dann geht's hinein. So, da werden wir wahrscheinlich mit hin müssen. Oder auch nicht. Doch. So, dürfen 45 nicht überschreiten. Das heißt, wir schalten da mal ein wenig Leistung ab, wenn nicht zu schnell werden. Scheibenwischer sollten wir noch einstellen. So. Fast zu schnell. So, sieht schon besser aus. Diesen frühen Morgen, 24.12., so wie es heute auch ist. Und nach wie vor Beeinflussung. Wir können es jetzt befreien. Liefer drücken natürlich. So, dann können wir auch aufschalten. Wunderschön. Wunderschön. Also ein bisschen. Ehrlich. Eine kleine Regionalbahn bringt auch die letzten Passagiere und die letzten Fahrgäste zu ihren Liebsten an dem Heiligen Abend, damit sie auch
die am liebsten feiern können und ja, mit ihrer Familie hier im hohen Norden. So, und ich habe heute mal was Besonderes. Ich bin heute mal bei TikTok Live. Ja, auch meine Premiere für mich. Das allererste Mal übertrage ich auch ein Live bei TikTok. Einfach mal aus Lust und Laune. Mal gucken, wie das wird, wie es ankommt. Ich hatte ja eigentlich gesagt, über Weihnachten gibt es keine Videos. Das hat sich jetzt zufällig ergeben, dass ich die Zeit habe. Habe ich mir gedacht, mache ich mal spontan ein kleines Video und gehe dazu noch bei TikTok live. Das war eigentlich der Hauptgrund. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob das klappt. So wie ich das sehe, scheint es zu klappen. Es ist nur ein bisschen kompliziert, mein Handy so hinzustellen, dass auch TikTok, die Community bei TikTok alles sieht. Oh, wir sind zu schnell. Das ist nicht ganz so einfach. Da kommt der Gegenzug. So, dann haben wir jetzt noch gut 3 Kilometer bis Hamburg-Rahlstedt. Wie gesagt, danach kommt Hamburg Tonndorf, Wandsbek und Hasselbrook. Dann kommt doch schon Hamburg Hauptbahnhof. So. Können dann auch gleich, oh, ein bisschen haben wir noch. Glaube, 1 Kilometer fange ich meist an zu bremsen, je nachdem, wie schnell man noch ist, natürlich. Da müssen wir wahrscheinlich quittieren, da müssen wir eh früher bremsen. Kommt ein RE. Nee, doch nicht, das war nicht für uns. So, wir fangen schon mal ein bisschen, fangen schon mal an zu bremsen hier. So, dann wären wir in Rahlstedt. Wunderbar. Sogar pünktlich, einigermaßen. Wunderbar. So, die Herrschaften steigen hier schon in rauen Mengen aus. Also, hier scheint schon ein sehr großer Knotenpunkt zu sein, wo viele Fahrgäste aussteigen, einsteigen. Sind jetzt gerade nicht so viele, aber aussteigen ist hier schon. Ach, wir sollen mal weiterfahren. So, nächste Station: Hamburg-Tonndorf.
So, ist natürlich bei dem Wetter nicht so leicht jetzt zu beschleunigen. Wenn man zu viel Leistung aufschaltet, hat man ganz schnell Radschlupf. Das ist das Problem an der Sache. Ihr seht's, schon haben wir Radschlupf. Wir sind gleich schon da, können wir eigentlich auch abschalten. Tiefer drücken und dann anfangen zu bremsen. So, einen Kilometer haben wir aber noch, das heißt, noch ein wenig warten mit den Bremsen. Jetzt könnte man wieder so ein bisschen loslegen. Dann wären wir schon in Tondorf. Auch relativ pünktlich. Da wären wir. Wir entriegeln links die Türen. Öffnen diese natürlich. Dann sehen wir, dass hier doch so mal so gar nichts los ist. Was mich aber ein bisschen wundert, warum ist nur der Steuerwagen mit Schnee bedeckt und nicht die übrigen Wagen, weil das ergibt für mich keinen Sinn. Aber ja, so ist es nun mal. Alle anderen Wagen sind sauber. So, wir gehen die Türen. Dann schauen wir mal der 112 bei der Arbeit zu. Nächste Station, Hamburg-Wandsbek. Kommt der Gegenzug. So, das war definitiv der Gegenzug, der RB81. Nächste Station, Hamburg-Wandsbek. Danach kommt dann noch Hasselburg und schließlich Hamburg Hauptbahnhof.
So, während dort das hinter das Riesenrad läuft, wir hier mal ein bisschen die Strecke achten. Das scheint eine Kirmes oder so zu sein. Können wir gleich mal schauen. Jetzt sind wir eine Minute in Verzug, aber ich denke, das kann man noch verkraften. Ist halt so, Deutsche Bahn halt. Das ist dem Wetter geschuldet. Schieben wir es einfach aufs Wetter. So, da sind wir in Wandsbek. Wunderbar. Schauen wir jetzt mal kurz da hinten das Riesenrad. Das interessiert mich. Da scheint so eine Art Kirmes zu sein. Mehr komme ich leider nicht dran, aber ihr seht es ja. Wunderschön, so wie verriegelte Türen. Und dann geht's weiter. Nächste Station Hasselbrook. So, ich glaube, da brauchen wir gar nicht allzu viel aufschalten. Ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Ich denke, 60 reicht dann auch.
So, da wären wir. Der nächste Gegenzug. Links, meine Güte. Nicht links und rechts, nur links. So. Wären wir also. Letzte Station vor Hamburg. Ah, okay. Nächste Station Hamburg Hauptbahnhof. So, dann fahren wir gleich in Hamburg ein. Das heißt, zu erwarten. So, dann fahren wir gleich Hamburg ein und dann noch an den Bahnhof, beziehungsweise an den Bahnsteig. So, da müssen wir quittieren. Wunderbar. So, gleich 40.
Dann fahren wir jetzt an Gleis 5. Wird da noch ein bisschen Leistung aufschalten. Bei 1,7% Steigung müssen wir ein bisschen dagegen ansteuern. Sonst bleiben wir gleich stehen. Wunderbar. Ah, zu schnell, viel zu schnell. So, da wären wir in Hamburg. Wunderbar. So, dann öffnen wir die Türen. Und die Scheibe können wir mal ausstellen hier, weil liegt ja unter Dach. Da wären wir in Hamburg. Um 6.41 Uhr geht es zurück nach Bad Oldesloe, aber nicht mehr mit uns. Hier wird das Zugpersonal wechseln. Wir haben das Ganze beendet, bekommen Gold, das ist doch mal was wert. Ich hoffe, dieses kleine Video zu Heiligabend hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine wunderschöne Weihnacht, habt ein paar schöne besinnliche Festtage, passt auf euch auf, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters, macht's gut, ciao, servus und tschüss.